So. Da ist nämlich jemand ausgebrochen in den, von den Krieg. Oh, jetzt darfst du mal winnen. Ja, Nussknacker. Ich schau mir jetzt erstmal den Rest an, bitte. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2-4 mit Mr. M. Und Mr. M hat jetzt auch die Macht. Ja, das wollen wir jetzt mal weiter auskommen. Wir sind endlich in diesem Haus drin. Ja, das Wichtigste ist, wir wurden jetzt in der letzten Folge bombardiert mit Fakten, ne? Über irgendwelche Leute, also ja. Die Spannung nimmt stark zu. Ja. So, da waren die Fliesen aus der letzten Runde, die Angel in der... Wo sie noch die Schnur braucht und einen Haken, weil die Sache hat einen Haken. Ah. Als ob das jetzt so einfach ist. Ich möchte jetzt sagen, es hat jetzt einen Schlüssel. Ja, mach auf. Als ob das jetzt so einfach ist. Siehst du, bei mir funktioniert das, tut mir leid. Wirbelstürme sind halt verboten in Gebäuden. Wir müssen da nicht rein. Nein. Tut das Not? Ich weiß jetzt nicht, was wir mal anklicken. Das sind so viele Sachen. Ich klick einfach irgendwas an. Das Buch, weil wir so gerne lesen. Ich kann nicht glauben, dass wir diese sinnlose Auseinandersetzung hatten. Ich habe diesen blöden Elefanten nicht angefasst. Wenn ich Dinge doch irgendwie richtig stellen könnte. Ich werde eine Kerze anzünden und eine Rose neben sein Bild stellen, um ihn in Ehren zu halten. Wenn ich doch bloß noch die Briefe, die er mir geschrieben hat, finden könnte. So, wir wissen sogar schon, den Elefanten dürften wir schon gesehen haben. Echt? Und eine Rose haben wir auch schon. Warte, was steht hier links noch? Wenn ich meine Großmutter im Altenheim besuchte, sprach sie nur davon. Sie hatte einen Streit aufgrund eines Missverständnisses. Aber sie konnten sich nie aussprechen, weil er in der Nacht des Streits an einem Herzinfarkt starb. Es muss ganz schrecklich sein, mit einer solchen Reue zu leben. Okay. So. Dann lass uns doch mal die Schatulle anschauen. Oh. Oh. Da hat die Musik aufgehört. Ein spezieller Schlüssel ist von unten. Ach, der hier. Das ist ein Hebel. Kein Schlüssel. Von vorne. Abschöpflöffel, okay. Das wär's jetzt bitte gewesen. Tu dich im Kopf schütteln. Ich glaube, da können wir noch nichts machen. So. Aber ich meine, dass da was in dem Topf drin steckte. Also, jung ist was anderes. Ja. Oh. Eine Rose? Wir haben eine Rose dabei. Siehst du? Ja. Da ist der Platz für den Elefanten. Ah, ja. Mach mal, du hast mal Feuerzeug. Sorgen in dem Geisterhaus für Ambiente, also ja. Unglaublich. Und im Hintergrund hat sich die Kerze auch entzündet. Sehr nice. Jetzt müssen wir nur den dämlichen Elefanten finden. Das Kreuz ist irgendwie an dem Fehl am Platz. Okay. Wir brauchen einen Schraubendreher, haben wir aber nicht. Das ist eine sehr seltsame Befestigung. Ja. Was haben wir hier? Oh, wir brauchen etwas für die sternförmige Aussparung. Da steckt was, ja. Zum Buddeln. Also, das ist doch ein etwas großes Instrument, um in den Blumentopf zu graben. Das ist doch ein guter Löffel. Den hat der Mann abgegeben, ja? Um jetzt mal auf ein entsprechendes Point-and-Click anzuspielen. So. Da ist nämlich jemand ausgebrochen in den Point-and-Click. Oh, jetzt darfst du mal wimmeln. Ja, Nussknacker. Ich schau mir jetzt erstmal den Rest an, bitte. Ja, mach ruhig. Oh, der schaut aber böse. Ja, der hat's anscheinend. Der hatte große Angst vor dem. Aha. Der Mund lässt sich anscheinend nicht öffnen. Aber ganz ehrlich, vor so einem großen Nussknacker, also sorry. Wer hat denn bitte so große Nussknacker? So. Farben. Oha. Hat Hiefer dies gezeichnet? Nein, das war ich. Merkwürdig. Es scheint, als hätte ich es am Tag, an dem Mutter starb, gezeichnet. Ich kann mich nicht an diesen Tag erinnern. Großmutter sagte mir, dass ich unter Schock stand, aber Hiefer sagte mir, dass es etwas anderes war. Also, ich muss schon sagen, dass diese Hände äußerst... verdächtig aussehen. Ja. Ja. Ist uns möglich, noch etwas mit uns zu führen? Scheint nicht so ganz schade. Schade. Wahrscheinlich müssen wir später irgendwas färben.
Das sieht auch... Ist geschlafen. Oh, da fehlen wahrscheinlich Batterien. Oh, das sieht schon so nach Rätsel aus. Ja. Ja, ohne Batterien wird da nichts gehen. So, lass uns gruseln. Na, dann wimmel mal schön. Oh, ja. Oh, voll verspult. Schicker Bär. Aber ich weiß schon, was wir mit dem Nadelzeug machen können, denke ich. Weil da draußen war irgendwas in den Sitz eingenäht bei dem Auto. Oh, Faden. Hier. Für die Angel? Oh. Das wäre möglich. Nimm halt den Faden mit der Geige. Vielleicht geht es ja. Du bist ein Genie. Jetzt ernsthaft, wir müssen jetzt hier ein Konzert geben. Hier wäre eine Geige, glaube ich, von Nöten. Ja, das... Vielleicht sollte ich die fehlenden Bilder finden. Ja, pack die mal rein. Du hast doch zwei Bilder unten. Ach, als ob die das nicht einfach so hätte drehen können. Wie dämlich. Ein Schlüssel. Ach, als ob. Sind wir erstmal aufräumen, alles klar, und der Ball ist weggerollt. Ja, und es wird den Kopf... Ja, den Kopf rannähen. Ja. Wir kommen jetzt in ein verlassenes Gebäude, das seit 10 Jahren leer steht, und die machen nichts außer aufräumen. Was hat sich jetzt getan? Du musst noch den Dings unten nutzen, den Nadel und Faden. Weißt du, in entscheidenden Momenten, du kennst es ja. Scheiter ich, ja. Tut mir leid. Denn in entscheidenden Momenten hab ich ja stets Nadel und Faden dabei. Kennst du es ja. Rechts. Hui. Aha. Okay. Ich sag mir nichts dazu. Und jetzt dürfen wir wahrscheinlich Tic-Tac-Toe gegen den Geist spielen oder so ein Dreck. Das wär's. Scheiße. Warte. Das ist eine gute Frage. Ja, in Mitte ist wahrscheinlich echt gut. Oh, jetzt haben wir verloren. Okay, hätten wir eigentlich verlieren müssen, aber die war zu dämlich. Dann hättest du da gesetzt, oben rechts, dann hättest du eine Falle gegen uns gehabt. So, wir sind die Checker vom Neckar. Das könnte nützlich sein. Was haben wir da? Ach, die Leiter für den Dings draußen. Ah, da rechts ist noch ein Raum. Das sollten wir vielleicht vorher auch schon mal rein. Bevor wir jetzt zurückgehen, ne? Hübsch, hübsch. Ui. Fischi. Steckt fest. Die Feuchtigkeit, okay. Aber anscheinend haben wir aber nichts. Haben wir hier das Wasser wurde ja scheinbar abgestellt. Finde die Paare. Unten rechts. Das, was du hattest, und das unten rechts. Das ist wegen der Perspektive, ja. Nicht? Ich dachte, das wäre jetzt wegen der Perspektive. Doch? Du bist ja. Sehr witzig. Was für ein verrücktes. Interessante Art von Memory. Das ist eher mit dem unten rechts, was du gerade hattest, das braune. Also das andere braune, ja. Das ist eine interessante Idee. Ich weiß jetzt nur nicht, was das bringt, hier aufzuräumen. Die haben nichts zu tun, außer aufzuräumen. Ah, da bleibt eins übrig. Das nehmen wir mit, okay. Öl. Ah. Nee, ich glaube, das war für irgendwas anderes. Ich glaube, wir hatten das sogar schon gesehen, wo wir Öl brauchten, aber... Der C. Laudius. Charles Laudius. Der Familienältenste des Laudius-Clans. Er war ein gefühlsloser und hochmütiger Mann. Ich hatte die Vermutung, dass er uns nicht mochte. Aber aus irgendeinem Grund musste er sich mit uns abgeben. Wenn man der Geschichte Glauben schenken kann, dann mochte er unsere Mutter sehr gerne. Damals war sie gerade mal 12 Jahre alt. Sie haben meinen Großeltern das Haus zur Hälfte des Preises verkauft, nur weil sie meine Mutter mochten. Meine Mutter sprach nie von ihm. Zunächst stand sie ihnen sehr nah und war oft bei ihnen, zu Besuch, bis sie schwanger wurde. Dann ging sie nie wieder zu ihm. Noch nicht einmal, um denn ihnen ihre Töchter zu zeigen. Okay. Okay. Nett. Ja.
entsteht aber keine Option, hier etwas zu tun. Nö. Dafür brauchen wir erst nochmal die andere Muschel. Etwas. Ja. Ah, okay. Ah. Als wir vorher leer geräumt hatten, hat das ganze Zeug einfach drunter geschmissen. Siehst du die Flasche da unten? Das andere ist wahrscheinlich in der Badewanne gelandet. Ja, ist gut möglich. Nett. Die hatte wahrscheinlich auch keinen Bock zum Aufräumen. Die hat nur... Schlampig. Das habe ich. Ja, ich denke, wir sollten wieder rausgehen. Wir haben da jetzt draußen mehrere Möglichkeiten. Wo ist denn unsere Karte? Ja, geh mal zum Baumhaus. Unten. Warte, hier? Ja. Ja, wir haben diese Leiter da gefunden. Ja, wir haben da diese Strickleiter nämlich gefunden. So. Die Leiter alleine wird nicht halten. Als erstes sollte ich den Haken an ihr befestigen. Einen Haken? Ich hab keinen Haken, verdammt. Oh Mann. Wir haben keinen Haken. Wir können graben. Oh, stimmt ja. Stimmt ja, und... Oh Mann. Das war am Grab, oder? Ja, es kann sein. Grab mal den Chaser aus. Endlich. Oh, was haben wir da? Ein Futternapf. Ein Fressnapf. Warum? Okay, meinetwegen auch eine Schüssel. Es ist uns möglich, vielleicht Wasser zu sammeln. Das kann gut sein. Da können wir... Stimmt, wir haben doch Nadel und Faden, oder? Ah ne, die haben wir ja verbraucht im Wimmelbildspiel selber. Dämlich. Schade. Ja. Wir nehmen einfach nochmal die Karte, würde ich sagen. Ja. Was kann uns denn noch möglich sein? Da anscheinend irgendwas. Stimmt, da brauchten wir, glaube ich, irgendwo Öl oder so, ne? War da nicht irgendwie was verrostet oder so? Nee. Ein Ventil zum Aufdrehen. Wir haben einen Hebel. Irgendwas braucht es mit einem Ventil zum Aufdrehen. Wegen Wasser. Wo könnte das denn sein? Geh mal raus. Auf der Karte war doch noch was anderes mit Ausrufezeichen. Wir haben nicht diesen Räumlichkeiten. Dann geh mal oben links. Ist da irgendwas, wo wir den Hebel brauchen könnten? Wir haben nichts für den Sicherungskasten. Nicht wirklich. Na, dann geh einfach mal die Räume durch mit den Fragezeichen oder Ausrufezeichen, ne? Die Musik einfach. Schon nice. Oh. Ach, grün kann man mitnehmen. Okay. Vielleicht den Dinger da anmalen mit grün, mit Pinseln oder so. Nee? Schade. Hätte ja sein können. Ist mir einfach zu zickig, der Kerl. Ja. Wackel nicht so blöd mit dem Kopf, da bekomme ich Angst. Sorry. Ich hab nur schon auf die Zeit geguckt. Das ist verflixt. Da gab's noch einen Raum mit Ausrufezeichen. Wir haben so viel zu tun. Geh mal dahin. Ich werd verrückt. Oh, da waren wir noch gar nicht. Ja, tatsächlich. Mutter verbot uns nach oben zu gehen. Wir wollten immer reinschleichen, aber irgendwie, keine Ahnung, durften nicht. Mit spitzen Gegenständen könnte ich es sicherlich entfernen. Okay. Ich denke, dass wir nichts Spitzes haben. Nee, nicht so wirklich. Vielleicht ist uns ja hier etwas. Ah, darfst du frei räumen, okay. Wahrscheinlich irgendwie eines schon Zeitungsartikel, oder? Ja, da noch drunter? Das ist... Ja, drunter noch. Ah, Brecheisen. Ah, jetzt. Alles klar. Jetzt wird's rabiat hier. Aber ich glaube nicht für das, ich glaube für irgendwas anderes. Muskatnüsse kannst du, glaube ich, noch mehr mitnehmen, oder?
Es leuchtet zumindest noch. Nee. Was ist da rechts? Ach, da müssen irgendwelchen runden Dinger nahe. Ist anscheinend... Aha, ich denke, das ist der Briefkasten oder sowas. Das kann sein, ja. Aber ich glaube, da brauchen wir noch mehr von. Hatten wir irgendwo was, wo wir was aufbrechen mussten? Mir fällt jetzt nur der Sitz ein. Guck mal nochmal auf die Karte. Am Eingang ist was gekommen, ja. War ja auch alles verrammelt, ja. Es scheint, als wäre diese Steinplatte bereits hochgehoben worden. Ah, okay. Das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Nee. Oha. Das Ventil, wir haben einen Hebel. Also jetzt wird's langsam der Lösungsweg an sich etwas verrückt wieder. Ja. Nein, das klappt so nicht. Das Ventilrad. Ach, das ist das im Brunnen. Dafür brauchen wir die Angel. Für die Angel brauchen wir noch Schnur und Haken. Es wird langsam happig. Ja. Aber wenn man wenigstens so ein bisschen weiß, was noch so alles fehlt, dann kommt man schon irgendwo irgendwie voran. In der Küche kommen wir nicht voran, weil wir das Ventil nicht öffnen können. Ja. Hier müsste sich noch etwas... Beim Brunnen ist das Ventilrad halt drin, aber ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Vielleicht mit der Leiter? Oh. Ich glaube, das war die zündende Idee. Die sagte ja vor, ich dachte eigentlich fürs Baumhaus, aber nee, da steigt sie nicht runter. Dafür brauchen wir dann echt die Angel, ja. Films für Nüsse. Wir könnten grüne Nüsse machen. Das wird auch nichts mehr. Auch bleiben lassen. Ja, wäre möglich. Oh, jetzt wird's langsam wirklich. Ja. Die Tür ist abgeschlossen. Oh. Sehr schön. Und eine Notiz. Sollen wir die gleich mal? Ja. David, unser Großvater. Mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachem Fuße zu leben. Von ihm habe ich auch den Drang, Dinge zu reparieren geerbt, anstelle einfach davon zu laufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden, ganz besonders jeden der Laudios-Familie. Er hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem er die Schuld zuschieben konnte. Okay. Spannend. Wir müssen ein Bild machen übrigens. Bitte nicht. Doch, müssen wir. Ah, da schau an. Wir haben doch einen Teil dafür. Es kann nur noch besser werden. Ja. Der flüstert schon wieder. Ich glaube, das sind die verdammten Kunstkritiker. Die Rahmen sollten auf jeden Fall easy sein, ne? Die Teile, ja. So, das finde ich auch verrückt, dass die einfach drunter gelegt werden, ohne dass man das andere im Ansatz bewegt. Ich denke, hier kommt dann das Teil, das wir haben, zum Zug. Auf jeden Fall. Ja, da kannst du noch ein bisschen an die Verfärbungen auch gucken. Ich wollte jetzt gerade überwiegend schön das unten erledigen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall links, ja. So. Diese Puzzles sind immer so verrückt. Könntest du halt vielleicht an den Rand rausziehen, dass sie nicht mehr in der Mitte stören, weißt? Wer sich die Mühe macht, vor allem die zu zerlegen, den möchte ich gern kennenlernen. Ja. Ich glaube nicht, das ist links. Links, was du in der Hand hattest. Das dicke. Dieses? Ja. Oh, tut mir leid, ich war gerade blind. Passiert. Ja, easy. Ja? Und jetzt? Bis das richtige Bild erscheint. Ja, ist doch. Kannst du jetzt einfach nochmal klicken, oder? Nee. Schiebe die Teile zur richtigen Stelle, bis das richtige Bild erscheint. Oh. Einmal draufklicken. Eins saß noch nicht richtig, okay. Was ist das jetzt? Ventilrad. Sehr schön. Aber wir kümmern uns jetzt natürlich erstmal... Oh, der Topf? Ja. Läuft ja langsam. Eine Aufnahme? Nein.
Ja, eine Aufnahme haben wir hier auch am Laufen. Schon seit 19 Minuten. Dann wird's wohl Zeit wieder für deine Verabschiedung, ja. Und dementsprechend soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinschaut oder ein Däumchen da lasst. Ansonsten macht's noch gut. Ciao, ciao.